Hey ja und willkommen zurück, liebe Freunde, zu Outlast. Ja, wir befinden uns hier in dieser seltsamen Zelle dieses selbsternannten Priesters. Ich erschrecke mich wieder von meinen eigenen Schritten. Ja, wir verstecken uns einfach mal unterm Bett. Wir müssen das ja nochmal üben. Ich glaube, in der heutigen Aufnahmesession, da müssen wir das öfters mal machen. Und ich sollte auch mit der Kamera öfters mal hier so bestimmte Sachen abfilmen. Weil dann kriegen wir Notizen, wenn wir hier so Rest in Peace bestimmte Sätze, die an die Wand gekritzelt worden sind, abfilmen oder irgendwelche bestimmten Ereignisse, diese Monster, Geister, was alles hier rumläuft, wenn wir die abfilmen, da kriegen wir dann auch Notizen in unserem ja, Notizbuch in unserem Journal. Und das hatte ich so ein bisschen vergessen, da wurde ich aber darauf aufmerksam gemacht, das werde ich auf jeden Fall jetzt häufiger noch machen und die Kamera einfach noch mehr benutzen. Und bevor ich jetzt weitermache, die Facecam hatte ich ja immer da oben rechts, oder oben, das ist jetzt spiegelverkehrt, ist ja auch egal, also immer genau über dieser Batterieanzeige der Kamera. Und ich glaube, da hatten ja einige gesagt, ja, das ist nicht so ganz optimal. Dann werde ich die jetzt nach unten rechts verbannen. Nach unten links könnte man auch, das sind nicht so wichtige Informationen, aber ich glaube, unten rechts werde ich mal ausprobieren. Und ich denke, das ist dann die beste Lösung. So. Hallo? Das ist auf jeden Fall wieder der Priester. Kamerascheu, glaube ich. Da können wir auf jeden Fall runter. Die sind auf jeden Fall alle leicht verrückt. Naja, hier können wir auf jeden Fall nicht weiter. Und übrigens, wir haben heute noch eine kleine Neuerung. Ich habe jetzt mal einen grünen Hintergrund. Falls das irgendeinen interessiert, wahrscheinlich eher nicht. Wollte ich jetzt einfach nur mal so sagen. Nicht, dass ihr denkt, das ist ja ganz anders heute. Der schlägt nicht wirklich jedes Mal gegen die Wand, oder? Oh nein! Oh nein, noch schlimmer! Ah, das kann man aber nicht lang durchhalten. Okay, wir gucken mal, ob wir hier irgendwo noch reinkommen. Okay, ich dachte. Ah! Das Händchen, das den Papa schlägt, wird bei Zeiten abgesägt. Wir halten da jetzt immer voll drauf. Okay. Gut, das kommt dann zu dem Familien-Video-Foto-Album, ne? Gott, der ist aber auch wieder. Naja. Was macht er mit der anderen Hand eigentlich da unten? Naja, der kratzt sich hoffentlich. Ja, hier so die Wand abdichten mit den Organen, die man zur Verfügung hat, ist eine sehr gute Idee. Warte, ich versuche mal die Tür wieder zuzumachen. So. Okay, übrigens, einige hatten schon in den Kommentaren geschrieben. Ja, schön, dass ihr euch schon mal Gedanken macht, wie ihr mich dann aufteilt, wenn ich tot bin. Das ist sehr freundlich. Aber der Priester hat gesagt, man darf uns noch nicht töten. Ja, einige hatten in den Kommentaren schon geschrieben, das Spiel soll auf jeden Fall noch richtig heftig werden. Da kommen noch ziemlich krasse Szenen auf uns zu. Und ja, ich bin mal gespannt, wie lange ich heute die Aufnahmesession mache, weil irgendwie waren die bis jetzt ja doch immer relativ kurz. Mal gucken, hier geht's ja noch. Ah, okay. Ach, das ist er doch. Den Geist habe ich nicht gesehen, aber was ich sehe, reicht mir hier auf jeden Fall. Ah! Ist ja gut, ganz ruhig.
ich habe Angst, dass jetzt uns einer anspringt. Okay, das ist der Zellentrakt B. Wir laufen hier einfach mal ganz langsam durch. Okay. Hier ist auch keiner drin. Hallo? Ah! Sorry, ich habe jetzt auf die linke Maustaste gedrückt. Alter! Mann! Das kann doch nicht sein. Genau das habe ich mir da oben gedacht. Und hier trifft es dann natürlich ein. Unglaublich. Oh. Alter Schwede. Ja! Mann! Boah, ist das fies. Ah. Ich weiß gar nicht, wo es weitergeht, um ehrlich zu sein. Da habe ich mir überhaupt noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist jetzt... Das ist alles noch zu, ne? Nein! Was ist? Ich weiß gar nicht, wo es da unten weiterging. Mal gucken. Da gehe ich nicht lang. Aber hier war doch... Wo ging es denn jetzt hier weiter? Huiuiuiuiui. Waren die jetzt alle zu? Aber das, hier kommt man doch nicht weiter, oder? Kann er uns nicht mal einen Schlüssel geben? Der schubst uns wieder weg dann bestimmt. Was liegt eigentlich da unten? Aua! Achso, das sind Flaschen, oder? Ah, alles klar. Ah! Vielleicht fragen wir den einfach mal. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Okay. Ich dachte, da kommt jetzt einer von der Decke gesprungen oder so. Ui, ui, ui. Ach, der ist immer noch da. Hallo. Ist das herrlich. Ja, Mann. Hallo. Okay, okay. Alles easy, Bruder. Nee, da verstecken wir uns jetzt auch nicht. Ja, aber wo geht's denn jetzt hier weiter? So, ja, die letzte Aufnahme lief noch etwas länger. Irgendwie hatte ich den richtigen Weg hier dann nicht gefunden. Ich glaube, die Typen haben mich einfach hier ein bisschen nervös gemacht. Oh, Alter, jetzt sei doch mal ganz geschillt. Nee, der Typ hier vor allem, der überall seinen Kopf hier anschlägt. Naja, auf jeden Fall. Es geht auch in diesem Spiel weiter. Ich glaube, das war die Tür jetzt hier. Und ja, dann viel Spaß bei Outlast. Oh Gott. Naja, ja, ja, okay. Es sieht auf jeden Fall alles hier... Jetzt sind wir zwischen den Wänden. Seidig, 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 seidig! Ja! Ja, okay, der hat seinen Kopf verloren. Ich habe mich erschrocken und... Alter. Okay, ich habe mich nicht erschrocken. Gar kein Problem.
Also wie gesagt, ich filme jetzt einfach mal alles. Okay, ein toter Wachmann, das heißt nichts Gutes, aber das kennen wir ja mittlerweile auch schon, das ist ja... nichts Neues mehr. Ah, jetzt sind wir hier. Moment. Bewege dich zu einer Kante hin, um dich daran festzuhalten. Nee, wir versuchen einfach jetzt mal hier so drüber zu laufen. Na, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Okay, die Typen sind zum Glück weg. Weil die haben, glaube ich, nicht so Gutes mit uns vor. Gut, dass das Gitter noch zwischen uns war. Also bis jetzt hatten wir ja wirklich noch Glück in der Beziehung, aber irgendwann ist uns das Glück dann nicht mehr so hold. Hallo? Neues Ziel, folge den Blutspuren zum Ausgang. Was ist das hier, so eine Dekontaminierungszone, Schleuse? Active, okay. Ja, Freunde, merkt es euch. Guckt in jede... genau. In jede kleinste Ritze. Ah, Mann, die Batterie... die Batterie. Ja doch, die Batterie. Der Akku ist gleich leer. Ah, so, jetzt sind wir in Block A.